Wenn sich Experten, Politiker, Unternehmer, fast die ganze Gesellschaft über eine Sache einig sind, dann ist es, dass Bildung einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Zukunft sein wird. Aber wie muss die Zukunft der Bildung genau aussehen? Welche Rolle können wir dabei spielen? Darüber wollen wir uns in diesem Video unterhalten. Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und in diesem Video wollen wir uns über die Zukunft der Bildung unterhalten. Weil ich glaube, nichts ist so wichtig wie Bildung, sowohl wenn wir über die Bildung unserer Kinder sprechen, sprich die Ausbildung in den Schulen, in den Universitäten, sondern auch die Bildung der Erwachsenen in den Unternehmen, persönliche Weiter- und Fortbildung. Um das zu tun, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mal einen Blick auf den Status quo werfen. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir sind in Deutschland, wir hinken einfach hinterher, denn wir lernen in den Schulen. Und ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter und ich habe oft das Gefühl, wenn ich die in den Schulen besuche, meine Große ist im Gymnasium, die Kleine ist auf der Grundschule, das ist wie eine Zeitreise. Und oftmals habe ich das Gefühl, unsere Kinder werden mit Methoden von vor 20, 30 Jahren auf die Herausforderungen der nächsten 20 Jahre vorbereitet. Aber das funktioniert ganz einfach nicht mehr. In den Schulen ist heute immer noch diese Denkweise im Kopf, du gehst erst zur Schule, dann machst du eine Ausbildung oder du gehst zum Studium und dann suchst du dir den Arbeitsplatz und machst das Ganze für 40 Jahre und dann ist irgendwann Pensionierung angesagt. Aber die Welt da draußen funktioniert schon lange nicht mehr so und deshalb müssen sich einfach unsere Bildungsinhalte, die Art und Weise, wie wir Bildung vermitteln, massivst und dramatisch verändern. Das gleiche gilt für Universitäten, weil auch dieses klassische, wir gehen in ein Gebäude und lernen da Fähigkeiten, Skills, Wissen für die Zukunft, auch das ist ganz einfach nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir müssen dramatisch etwas tun. Ich glaube, es wird nicht von Seiten der Politik passieren. Da wird viel diskutiert, es wird viel debattiert, es wird wenig gehandelt. Das heißt im Umkehrschluss, es liegt an uns allen selber, an der Wirtschaft und an jedem einzelnen Menschen in diesem Land. Das gesagt, finde ich auch ganz, ganz entscheidend. Bildung wird immer als etwas dargestellt, wie das muss der Staat bereitstellen. Und da ist auch was dran. Jeder sollte heute Zugang zu der besten Bildung überhaupt haben. Das heißt, unsere Schulen, unsere Universitäten, all diese Bildungseinrichtungen müssen mit den besten technischen Mitteln ausgestattet werden. Aber das reicht natürlich nicht, weil Bildung ist heute auch eine Hohlschuld. Wir leben in einer Zeit, wo wir die besten Möglichkeiten überhaupt haben. Jedes nur denkbare Wissen, jede Information, jede Fähigkeit ist heute einen, maximal zwei Mausklicks entfernt und wir haben diese Information. Das heißt, Bildung ist vor allem eine Hohlschuld. Jeder ist heute in der Lage, sich eigenständig fortzubilden, weiterzubilden, sei es mit YouTube-Videos wie diesem hier, sei es mit Büchern. Und dieses muss auch wieder in die Köpfe rein, dass Bildung nicht nur eine Bringschuld des Staates ist und wir konsumieren das Ganze, sondern es ist vor allem eine Hohlschuld der Individuen. Ja, und dann muss es diesen Schulterschluss von Wirtschaft, von Unternehmern, von der Gesellschaft überhaupt geben, moderne Bildung anzubieten, nämlich die sich an den Herausforderungen der Zukunft orientiert, die mit Medien arbeitet, die zeitgemäß sind, die sehr viel auf Videocontent setzt, auf Audio-Content. Und dann müssen wir alle gemeinsam den Schulterschluss der Bildung vollziehen. Ich glaube, ich habe auch nicht die Patentlösung. Wer das behauptet, der verspricht, glaube ich, mehr als er halten kann. Aber wichtig ist für mich vor allem, dass wir dieses Bewusstsein schaffen, dass wir Bildung radikal neu denken und vor allem radikal umsetzen müssen. Dabei reicht es nicht, uns zurückzugehen und sagen, da oben die Politik, die muss machen. Jeder einzelne von uns ist gefragt. Ich tue meinen Teil dafür, ich gehe aktiv voran und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann freue ich mich dabei. Schreib mir gerne deinen Kommentar hier unten, was du für Ideen hast, was wir gemeinsam auf die Beine stellen wollen. Denn Bildung, nicht nur für die Kinder, sondern für jeden einzelnen Menschen, wird aus meiner Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor der Zukunft sein. Packen wir es gemeinsam ein, machen wir es einfach.